Eine Sache kann einem nur dann gefallen, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Eine Vorbedingung für Gefallen ist also eine vertiefte Wahrnehmung. Gewöhnlich beschäftigt man sich gerne mit Dingen, die vertraut sind. Bei Kunstprodukten ist die Vertrautheit mit der Materie, also mit der Kunstsparte, mit dem Künstler oder der Künstlerin, mit dem Interpreten, mit der Kunstidee oder mit dem Kunststil. Vertraut ist auch, wenn das Schwere unten ist und das Licht oben. Ein ganz anderer Zugang beruht auf dem Moment der Überraschung, der man mit Neugierde folgt. Zunächst jedoch wollen wir uns mit dem Effekt von Vertrautheit beschäftigen. Grundsätzlich spielt in der Kunstbetrachtung die Erkennbarkeit eines Stils und das vertraute Wiedererkennen, besonders bei Laien, eine große Rolle. Laien sind eher mit klassischer Kunst oder mit der Kunst der klassischen Moderne vertraut, weil sie mit dieser häufiger konfrontiert worden sind als mit zeitgenössischer Kunst. Auch Lautmalereien und leicht variierte Wiederholungen sind beliebt, wie etwa bei Rilkes Panther, der träge gähnt, ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Leicht wiedererkennbare Kunstwerke sind besonders beliebt. Selbst Laien entwickeln sehr rasch ein Gespür für Kunststil und ein Gefühl für Stilabweichungen. Und das in der Regel schon unbewusst. Wir haben dazu ein kleines Experiment durchgeführt, in dem die Antwort des Gehirns auf Stilabweichungen gemessen wurde. Wie das Gehirn bei solch einer Wahrnehmung arbeitet, kann man mit Hilfe der Elektroenzephalographie untersuchen. Hier sehen Sie den klassischen Verlauf einer Hirnstromaktivität, die auf ein Wahrnehmungsereignis folgt. Typisch ist die große Auslenkung im Verlauf der ersten Zehntelsekunden der Betrachtung. Wenn ein Urteil über das Bild abgegeben werden soll, ist diese Auslenkung besonders groß. Unsere Probanden waren Personen, die sich erklärtermaßen mit Malerei nicht besonders gut auskannten. Ihnen wurden mehrmals eine Serie von Bildern des Bauhauskünstlers Wassily Kandinsky gezeigt. Zwischen dessen Bilder hatten wir einige in Farbgebung und Formensprache ähnlicher Bilder des spanischen Malers Juan Miró gemischt. Die Mirós sollten ohne weitere Hinweise als abweichend entdeckt werden. Diese Aufgabe gelang unseren Testpersonen recht oft, jedoch keineswegs immer. Wenn ein Abweichler entdeckt wurde, war die Antwort der Hirnstromaktivität wie erwartet besonders groß. Wie jedoch reagierte das Gehirn auf die Miró-Bilder, wenn sie nicht als solche bewusst erkannt wurden? Bemerkenswerterweise fast genauso wie bei der bewussten Entdeckung. Das zeigt, dass es ein unbewusstes Gefühl für Stil und Stilabweichungen bei Laien gibt. Es gilt also die Regel, dass der Stil eines Künstlers rasch und unbewusst zur Vertrautheit mit seiner Kunst beiträgt. Den Schritt von der Entdeckung vertrauter Elemente zum bewussten Aha-Effekt kann man ebenfalls in der Hirnstromaktivität beobachten. Er ist besonders ausgeprägt bei der Identifikation stark vertrauter Gestalten. Hier ein weiteres Beispiel. Und warum kann Überraschendes auch gefällig sein? Nun, auch hierbei kann es zu einem Aha-Effekt kommen. So kann das Gefallen bei der Begegnung mit Street Art nach der Überraschung besonders ausgeprägt sein. Der Effekt wird allerdings oft durch die Umgebungsbedingungen der Kunstrezeption unterstützt. Dazu gehört die Besonderheit einer Aufführung oder einer Kunstpräsentation. Gefällig ist also, wenn man Vertrautes im Unvertrauten entdeckt. Unter welchen Bedingungen wird jedoch etwas als großartig empfunden oder als banal oder einfach als schön? Woher kommt die Gänsehaut bei tief empfundenen Kunstwerken? Sehen Sie dazu das nächste Video.